Stell dir als Gedankenexperiment vor, dass du in einem kleinen Dorf lebst und dich aus dem örtlichen Fischteich ernährst. Du teilst dir den Teich mit drei anderen Dorfbewohnern. Anfangs sind im Teich ein Dutzend Fische und die Fische vermehren sich. Für je zwei Fische kommt jede Nacht ein Jungtier hinzu. Wie viele Fische pro Tag solltest du fangen, um deine Nahrungsmittelversorgung zu maximieren? Denk einen Moment darüber nach. Nehmen wir an, dass die Fische ausgewachsen zur Welt kommen, dass der Teich mit voller Kapazität startet und dass Faktoren wie das Geschlecht der gefangenen Fische egal ist. Die Antwort? Einen. Und das gilt nicht nur für dich. Der beste Weg, die Nahrungsmittelversorgung aller Dorfbewohner zu maximieren, ist, dass jeder Fischer nur einen Fisch pro Tag fängt. Die Rechnung geht folgendermaßen. Wenn jeder Dorfbewohner einen Fisch mitnimmt, werden über Nacht 8 Fische übrig bleiben. Jedes Fischpaar bringt ein Jungtier zur Welt und am nächsten Tag ist der Teich mit 12 Fischen wieder voll besetzt. Wenn jemand mehr als einen nimmt, sinkt die Zahl der sich vermehrenden Paare und der Bestand wird sich nicht erholen können. Irgendwann werden die Fische im See verschwunden sein und alle 4 Dorfbewohner werden verhungern. Dieser Fischteich ist nur ein Beispiel für ein klassisches Problem namens Tragik der Allmende. Das Phänomen wurde erstmals in einer Broschüre des Ökonomen William Forster Lloyd im Jahr 1833 beschrieben, in der es um die Überweidung von Gemeinschaftsflächen durch Rinder ging. Mehr als 100 Jahre später belebte der Ökologe Garrett Hardin das Konzept wieder, um zu beschreiben, was passiert, wenn sich viele Individuen eine begrenzte Ressource teilen, wie Weideland, Fischereigebiete, Lebensraum und sogar saubere Luft. Hardin argumentierte, dass in diesen Situationen kurzfristiges Eigeninteresse gegen das Gemeinwohl gestellt wird und sie enden für alle schlecht, was zu Überweidung, Überfischung, Überbevölkerung, Umweltverschmutzung und zu anderen sozialen und ökologischen Problemen führt. Das Hauptmerkmal einer Tragik der Allmende ist, dass sie dem Einzelnen die Möglichkeit bietet, sich selbst zu bereichern und gleichzeitig die negativen Auswirkungen auf die gesamte Bevölkerung zu verteilen. Um zu sehen, was das bedeutet, kehren wir zu unserem Fischteich zurück. Jeder einzelne Fischer ist bestrebt, so viele Fische wie möglich für sich selbst zu fangen. Inzwischen wird jeder Rückgang der Fischvermehrung vom gesamten Dorf getragen. Um zu vermeiden, dass er gegenüber seinen Nachbarn den Kürzeren zieht, wird ein Fischer zu dem Schluss kommen, dass es in seinem besten Interesse ist, einen zusätzlichen Fisch zu fangen. Oder 2 oder 3. Leider ist das auch die Schlussfolgerung der anderen Fischer. Und das ist die Tragik. Kurzfristige Optimierung für sich selbst ist auf lange Sicht für niemanden optimal. Das ist ein vereinfachtes Beispiel, aber die Tragik der Allmende spielt sich auch in den komplexeren Systemen des wirklichen Lebens ab. Der übermäßige Einsatz von Antibiotika hat zu kurzfristigen Vorteilen in der Viehzucht geführt und bei der Behandlung von Volkskrankheiten. Aber das hat auch zur Entwicklung von antibiotikaresistenten Bakterien geführt, die die gesamte Bevölkerung bedrohen. Ein Kohlekraftwerk produziert billigen Strom für seine Kunden und Gewinne für seine Eigentümer. Diese lokalen Vorteile sind auf kurze Sicht hilfreich, aber die Verschmutzung durch den Abbau und die Verbrennung von Kohle verteilt sich auf die gesamte Atmosphäre und bleibt für Tausende von Jahren bestehen. Es gibt auch noch andere Beispiele: Vermüllung, Wasserknappheit, Abholzung der Wälder, Verkehrsstaus, sogar der Kauf von in Flaschen abgefülltes Wasser. Aber die menschliche Zivilisation hat bewiesen, dass sie in der Lage ist, etwas Bemerkenswertes zu tun. Wir schließen soziale Verträge, wir treffen gemeinsame Vereinbarungen, wir wählen Regierungen und wir erlassen Gesetze. All dies, um unser kollektives Selbst vor unseren eigenen, individuellen Impulsen zu retten. Das ist nicht einfach und wir machen es sicherlich nicht immer richtig. Aber wir Menschen haben bewiesen, dass wir diese Probleme lösen können, wenn wir unser Bestes geben. Und wir können das auch weiterhin tun, wenn wir uns an die Lektion von Hardin erinnern. Wenn die Tragik der Allmende gilt, ist das, was für uns alle gut ist, auch für jeden von uns gut. Für faszinierende Geschichten, Weltraumabenteuer, verblüffende Philosophie, Antworten auf die seltsamsten Fragen über deinen Körper und so weiter, abonniere diesen Kanal. Bleib neugierig, bleib informiert.